habe ich das dann angestrichen. Das ist für mich gefühlsmäßige Arbeit gewesen, ungefähr also in dem Zeitraum in der Fettings von einem Dach. Die war dann hin und weg. Das sieht nämlich ja so aus. Okay, das geht in einem fort. Das ist übrigens hochkomplex, wenn ihr es euch anschaut. Zu dem Buch selber, ich erzähle jetzt was von dem Lauderwasser. Ich mache es erst einmal mit dem Buch weiter. Also die hat mir das gegeben, ich habe das dann angestrichen, dann habe ich die Donis zu Besuch gehabt, dann hat die Helene war total begeistert, wie sie reingeschaut hat. Und dann hat sie gefragt, ob sie es nicht mitnehmen darf am Mondsee, nach die Grünau. Dann hat die das in der Grünau dabei gehabt, hat sich das total durchstudiert, hat mir es wieder zurückgeschickt. In der Zwischenzeit ist dann die Margot wieder bei mir, das sind wir jetzt über Monate, ist die Margot wieder bei mir gewesen und die war dann so hin und weg, ob sie es nicht nochmal kriegt, weil sie es auch das Angestrichene sehen will. Und sie hat sich jetzt das nochmal gekauft und hat es 1:1 übertragen. Hat es eins zu eins übertragen. Wird mir unheimlich lang übrigens. Weil du musst hier, das ist diese Sachen, ihr könnt da nochmal reinschauen. Aber was jetzt in der Geschichte ist, und dann, wie sie jetzt vor 14 Tagen oder 3 Wochen raumzeitlich gedacht, waren sie kurz 3, 4 Tage da, hat sie mir das wieder mitgebracht. Und was ich jetzt geschmunzelt habe, Peter sagt, die hat es also hier ganz akkurat gemacht. Und ich habe dann besucht und ich zeige Ihnen das Buch schnell. Und ich habe das gar nicht, selbst wenn ich jetzt durchblätter als Uder, fällt mir das gar nicht auf. Die kleine Hexe hat mir die Kopie gegeben. Das heißt, das, wenn ihr mein Original seht, das fällt mir gar nicht auf, die hat 1:1, was ich hinschmiert habe, inklusive mir ist dann erst, wie ich genauer hinschaue, hier verdammt, das ist ja nicht meine Schrift, weil die sogar die Schrift ziemlich genau kopiert hat. Die hat es also wirklich in den Maßen, die ganzen Zeichnungen, alles übertragen. Die ganzen hebräischen, oder? Was ja in Ordnung, was ja, das, sie hat praktisch das Original vom Meister behalten. Aber jetzt komme ich ganz, ganz kurz zu der Geschichte, das Schildkrötenbuch. Ich erzähle euch das, was von den, jetzt rein raumzeitlich, Nomen est Omen. Ihr müsst wissen, es gibt keine Welt da außen, es gibt Programm. Und Nomen ist Omen in jedem einzelnen Namen von jedem Physiker, von jedem Forscher, auch von jedem normalen Menschen. Steckt alles drin, was in seiner Reife entspricht. Der Alexander Lauderwasser ist ein, der hat in Überlingen, ist schon gestorben, raumzeitlich, hat in Überlingen ein Fotogeschäft, das gibt es immer noch. Und der ist berühmt worden durch diese Wasserbilder, diese Klangwasserbilder. Denkt immer, ich spreche immer von Wellen. Dieser Alexander Lauderwasser hat also Wasseroberflächen praktisch mit Frequenzen Bescheid und dann gibt es also hier, wenn du das magst, gibt diese berühmten Wasserbilder und da hat er farbige als Fotograf, also so farbige Bilder, da hat er einige Bücher rausgebracht, das sind so diese Wasserbilder, ah, ja. Das habt ihr schon mal gesehen, wenn man die beleuchtet, die Lauderwasser, jetzt natürlich schon Lauderwasser, er bestrahlt Wasser mit einem Laud, jetzt ist natürlich wieder, ihr meint wieder, der wird zest geboren und in seine Eltern heißen Lauderwasser und rein zufällig muss der dann Wasser mit Lauten bestrahlen, dass es Wasserbilder gibt, mittlerweile schüttelt er bloß noch den Kopf, ne? Das war dann schon sehr, sehr eng. Aber es geht noch einen ganzen Schritt weiter. Das also hier, die Schildkröte ist ja der Test Udo. Und was in dem Buch geht, das ist, er hat sich sehr, ich rede jetzt reinsaublich, als den Lauderwasser, den wir uns ausdenken, sehr sich mit Philosophiegeschichte studiert, Philosophie auseinandergesetzt. Und das ist einfach in kurzen Worten die Geschichte, jetzt hast du mal wie ein Märchen geschrieben, eine Reise durch die Philosophie und durch die Biologie der Schildkröte, dass er hier praktisch an den See ist und dann kommt also hier wie ein Märchen, das ist ein Märchen geschrieben, dass also hier eine Schildkröte kommt und die wird dann wie der Test Udo beim Panda, beim Kung Fu Panda und diese alte Schildkröte erklärt ihm dann praktisch das Geheimnis der Schildkröten und der Welt und es ist ganz mit unendlich vielen Beispielen aus der Philosophiegeschichte, aus der Weltgeschichte und dann vor allem aus der Biologie, wie die Schildkröte aufgebaut ist. Wie die Schild, kommt dir das bekannt vor? Das in dem Schildkrötenpanzer, auch bei, es gibt einige wenige Schildkrötensorten und das Panzeroberteil und das Unterteil, diese ganzen Strukturen, die sind je nach Rasse sind die gleich und ich zeige euch, dass die komplette Holofeeling-Mathematik im Schildkrötenpanzer drin ist. Das weiß natürlich einer, der das Buch liest, der jetzt Philosophie studiert hat. Ohne Holofeeling habt ihr überhaupt keine Chance. Ich sage, egal welches Buch ihr in die Hand nimmt, ob das jetzt Koran ist, Dora ist, egal was, solange ihr Worte nur mit euren materialistischen, zurzeit fehlerhaften, raumzeitlichen Verstand interpretiert, seid ihr nicht in der Arithmetik. Diesen Auszug, also in die eigentliche Kunst ist es praktisch, aus den Zahlen dann eine geistvolle Sprache zu machen. Und es ist ein System, das ist allübergreifend. Da haben wir gestern darüber gesprochen, über Physik, Chemie, alle Formeln in Mathematikbüchern. Ihr werdet von mir nie hören, dass was nicht stimmt.
Und ich komme jetzt schon mal, wenn man das Wort Schildkröte nimmt, wir haben jetzt, ihr wisst es mittlerweile, Ski ist ein Geschenk, das Geschenk einer Lichtöffnung. Okay? Der Rode ist übrigens der Adam. Du kannst noch weitergehen, dass zum Beispiel das Illet ja das Kind ist, und dann hast du also hier dieses Ski, dieses Shin, die Logik des Kindes. Und das ist dann der gegenüberliegende Adam. Und das ist ja der, der wie Gott erschaffen wurde. Wir kommen mal zum Lauterwasser. Da hast du zuerst einmal, All ist Gott, und aus dem Gott tritt Ex etwas heraus. All Ex, und das wird ein anderer. Okay? Alexander. Und das sind Lauter, die Laute im Wasser. Das sind die Vokale, die das Wasser in Schwingung versetzen. Das ist also, du kannst das Geheimnis der Schildkröte, eine Entdeckungsreise in die Morphologie, und ich will da bloß einige Auszüge machen. Ganz nur blind, wo ich heute Morgen, es geht zuerst also philosophietechnisch, da heißt es zum Beispiel die Anschauung, da wird behauptet, dazu ein Kapitel, die Schildkröte als Urinsel im Weltmeer. Im Weltmeer. Das heißt, der Test Udo, da war doch irgendwas mit einer Insel namens Udo, im Weltmeer. Und da wird jetzt hier zitiert, die Tiere sind Hieroglyphen, welche der Weltsprache entstammen. Sie sind auch Siegel, das heißt ein Bettschaft, welche zum Weltall und seinen Spiegelungen führen. Diese öffnen sich dann, welcher die Tiere liebt. Punkt. Kein Kommentar. Unglaublich, ne? Es ist immer, ihr seid umgeben mit Wundern. Wir können da immer, es könnte ich jetzt Seite für Seite, da ist bis Schauberger Physik alles drin, alles, obwohl das einer gar nicht mitkriegt, wenn er den Hintergrund nicht kennt. Das wird genau beschrieben, du musst bloß über die Worte das transformieren. Was machen wir dann für einen schönen, was soll ich euch da noch? Nochmal, die Einbildung. Einbildung. Ein nicht existierende Bi im Kind ist aufgespannte Existenz im Geist. Die 13 Schilde auf den Rücken der Schildkröten als Motiv der Zahl 13. Liebes Kind, ich habe eine große Reise vor. Dann nimm die Schlüssel zu den 13 Türen des Himmelreichs in Verwahrung. 12 davon darfst du aufschließen und die Helligkeit darin betrachten. Aber die 13, wozu dieser kleine Schlüssel gehört, ist dir verboten. Hüte dich, dass du nicht aufschließt, sonst wirst du unglücklich. Aus Brüder Grimm, Marienkind. Das ist, wie gesagt, eine Reise durch die Philosophie, und ich wollte euch das bloß jetzt mal zeigen, weil der Zeitrahmen, wenn dir die Knochenpanzer, dann der Vergleich mit dem menschlichen Skelett, das geht so unendlich tief, müsst ihr jetzt natürlich die Bilder sehen, und ich habe natürlich nur Stichpunkte, ich könnte über jedes einzelne Wort, wo ich hier, ich ziehe nur die wesentlichen raus in dem ganzen Text, erzählt jedes einzelne Wort, jeder kleine Absatz, wenn du die Wörter über dieses Holo-Feeling-System aufsetzt, ist jedes Wort selbst erklärend, und du kannst es auffächern über Seiten, wenn du weißt, wie es funktioniert. Da gehe ich heute noch drauf ein. Was ihr zur Zeit wisst, das Auffächern, wo Liliane macht, sehr gut macht, das ist ein Nichts. Also wenn ihr diese 30 Schriften, die ihr jetzt von mir gekriegt habt, wenn ihr die wirklich von hinten bis vorne auswendig aufsagen könnt, dann könnt ihr, wenn ich euch das Schreiben beibringe, von der Schiefertafel ein großes A zeichnen. Da geht es jetzt erst los, dass ihr wisst, um was es in der Sprache eigentlich geht. Und da ist es also so, schaut es jetzt zum Beispiel hier, die Wasserbilder, das sind jetzt Bilder aus seinen Wasserfotos. Und jetzt ist es, das ist rein geometrisch, das ist eine Zeichnung aus dem 5. Band der Ohrenbarungen. Das ist also hier dieser Kegel, das ist bei Schauberg, ist es genau dieser Hyperbelkegel, der bildet sich. Wenn du die Kurven machst, da will ich jetzt nicht so arithmetisch machen. Da braucht man dann Physik dazu. Grundlagen wieder. Muss man aber alles nicht wissen. Das ist das Schöne, wo ich euch sage, es reicht, wenn ihr wisst, dass ihr Geist seid und ihr werdet neugierige Kinder. Das ist die erste Grundvoraussetzung. Und jetzt kommen wir hier. Warte, das wieder weg. Na, Moment. Marcel, dass du das gleich wieder einschieben? Außer ihr wollt immer. Nee, das reicht eigentlich schon. Gut. Also ich habe jetzt hier als erstes Beginn dieses Update, das neue Update. Das ist immer wieder mein lieber kleiner Geistesfunken. Und weil viele fragen, das ist so selbstverständlich, aber ich erwähne das nochmal. Das Blaue ist immer Rückhaltpfeil. Ihr denkt immer, alles eins, das ist in einem Punkt. Und da haben wir jetzt hier, ist praktisch, der springt praktisch mehr in die Welt, die Raumzeitlichkeit oder eine Vielheit raus und die fällt wieder zurück. Das ist, ihr werdet es irgendwann einmal merken, wenn man gut arbeitet, dass zum Beispiel jetzt mein Doni zurzeit Spaß, und da geht wieder die Angst, wo er anruft, der macht jetzt, dass er die Schwarz-Weiß-Schriften für sich komplett in Farbe umsetzt. Und dann sage ich, darf ich das? Und du hast ja schon mal gesagt, da darf man nichts verändern, weil das ist so ein Blödsinn, du darfst alles machen. Das ist immer erweitern, weil du merkst, es bringt in erster Linie den, was der es macht. Selbst wenn du das jetzt kriegen würdest, viel interessant ist, wenn du die eigene Gedanken machst, setze ich das Blau oder Rot, und du wirst auf Fetzen immer feststellen, es ist eigentlich irgendwie immer gleichzeitig. Okay? Also du, bewusster Geist, bist, und das Bi ist in mir,
sind raumzeitliche Erscheinungen. Wobei das Wie im Griechischen ja zwei heißt. Und wir sind immer bei unserer Welle. Du bist ein Nichts. Und da steht jetzt rot N-Ich, ein existierendes Ich, ein existierender Geist und TS das gespiegelte Raumzeit. Und dieses Nichts ist beides gleichzeitig. Und das ist ganz, ganz entscheidend, weil das hier gerade im Buddhismus, die wollen alle ins Nichts, die wollen alle Meer werden ohne Wellen. Das ist ein totes Meer. Das Thema hatte ich schon. Eine riesengroße Falle. Die streben, versuchen in der Zukunft ihren eigenen Tod im materialistischen Sinne einschlafen und nichts mehr träumen, dann bin ich in der Ruhe. Das ist absoluter Blödsinn. Ihr wisst, ich sage immer, wer will denn dahin, wollen wir uns zu Tode langweilen? Du bist ein Nichts und machst deshalb auch immer viel Lärm um dich nichts herum. Merkt ihr, so eine Geschichte in dich selber und das Mach ist ja das Gehirn. Eine Gestalt gewordenes Chat, das habe ich jetzt schwarz geschrieben absichtlich, weil ihr wisst, euer das Buch kennt ihr noch nicht, das ihr seid. Wenn ich sage, kennst du den Menschen, der du bist, kannst du noch nicht ja sagen, weil du hast dir den Film ja noch nicht bis zu Ende angeschaut. Okay? Raumzeitliche Erscheinung deshalb, und das ist immer wieder das Geöffnete, was sich jetzt aufmacht, auch immer viel Lärm um dich nichts herum, um dieses existierende Ich herum. Gut, und jetzt habe ich hier einen kleinen Auszug, das Lebensspiel von normalen Sims. Das müssen wir jetzt, da heißt es zum Beispiel, das ist es unten ein Link zu Sims, das ist also das meistverkaufteste Videospiel, das Thema haben wir, das steht für Simulationsprogramme. Ich habe gesagt, wir können hier Ortschaften, Besiedlung, alles mögliche, Großhotel kannst du managen, gibt es die Sachen. Aber das ist jetzt bei dem Lebensspiel, da müssen wir nicht reinklicken, ich lese bloß in den Text, um was geht es in dem Spiel? Das Lebensspiel von normalen Sims besteht hauptsächlich daraus Häuser zu bauen, Freundschaften zu schließen und Geld zu verdienen. Freundschaften kann man schließen, indem man mit Leuten spricht, Spiele spielt, sie trifft, Geld wird verdient, indem man sie in der Zeitung oder auch mit Hilfe eines Computers im Internet Job sucht, sei es, um ihr Heim einzurichten oder um sich etwas Essbares leisten zu können, muss zumindest einer der Sims Geld verdienen. Dazu gibt es verschiedene Karrieren, die unterschiedlichen Aufforderungen an die Talente der Sims und die Anzahl seiner Freunde stellen. Einer der Hauptreize des Spiels ist sicherlich die Interaktion zwischen zwei oder mehreren Sims. Dabei bilden sich Freundschaften, was schließlich zu Hochzeiten führen kann. Hält die traute Zweisamkeit an, können Partner dann auch ein Baby zusammen haben, das sie großziehen müssen. Und da schreibe ich jetzt dahinter wie im richtigen Leben. Das heißt, es ist eine Simulation, wo es übrigens bei der Dreiergeneration so weit geht, dass du hier einen Genpool hast bei den Menschen, die miteinander Sex haben. Wenn Kinder kommen, mischt sich sogar im Programm die Gene, dass diese Kinder, die kommen, selbst das simuliert man. Okay, das müssen wir uns jetzt nicht anschauen. Das könnt ihr, wenn es euch interessiert, kurz reinlesen. Da habe ich nur diese Wikipedia-Seite dazu. Das ist jetzt mit der Maus, das ist jetzt so wenig. Und dann habe ich jetzt jeder von dir bewusster Geist, momentan ausgedachte KI. Und das ist jetzt alles, was hier rumsetzt, sind KIs. Okay? Jeder von dir bewusster Geist, momentan ausgedachte KI, das heißt jedes KI existierende Ich. Da habe ich ein großes Ich und ein kleines Ich. Für das, was du nicht siehst, weil Mensch tritt immer als Person in Erscheinung. Jeder hat sein eigenes Lebensprogramm. Wir denken uns das jetzt einmal, wenn es die geben sollte, wenn ich die nicht denke, da darfst du das Bewusstsein haben, dass es das erste Mal geht, du kannst bloß, du bist der Geist, der wach werden kann. Es gibt keinen anderen Geist in deinem Traum. Das ist das allererste, was hier schon das ganze materialistische Weltbild den Bach runtergehen lässt. Wenn ich jetzt träume, was ja immer mehr darauf hinweist, in einem Traum gibt es bloß einen Geist und das bin ich. Das ist das Ich Bin. Dieses Ich, Bi und N in mir wechselt ständig die Information, diese Existenz. Darum wird nichts und niemand, den ich mir ausdenke, in meinem Traum überleben, wenn ich wach bin, ist alles weg. Das ist der erste Preis, den ihr zu zahlen habt. Ihr könnt nichts mitnehmen. Ihr verliert aber auch nichts. Das ist das Verrückte. Verliert eine Welle, die auftaucht und wieder verschwindet, verliert es mehr die Welle? Das ist das Angst, das ist schon das Ego, wo sich mit reinmischt. Okay? Jetzt schreibe ich da klein drunter, Sims sind KIs, das heißt künstliche Intelligenzen, alle von dir Geist hier und jetzt ausgedacht, nur zwanghaft logisch funktionierenden Menschen, blau geschrieben, großes Ich, Personas, kleines Ich, sind ebenfalls nur KIs. Ganz nebenbei, 2010, also KI, KOF, J, blau geschrieben, zusammengezählt gibt 30, das ist ein persönliches Licht. Das heißt, zwanghaft bestimmend, weil, wenn, wegen, denn, das. Das ist der Bestimmer, das ist eine KI. Eine KI ist ein Programm und ich habe dir gesagt, dein Programm bestimmt, welche Bilder auftauchen. Okay? Und KI mit KOF geschrieben heißt ausgespienes Erbrochen.
Das ist ausgespien und erbrochen. Kann ich jetzt wieder negativ auffassen und ich kann das geistreich symbolisch auffassen. Beobachten wir doch, und doch, Dewavchet heißt einen Bericht erstatten. Beobachten, immer wenn du was beobachtest, musst du es erst ausdenken. Du berichtest eigentlich über deine eigenen Gedanken, bloß du meinst immer, dass du meistens nichts damit zu tun hast mit dem Denken. Kleinen Moment. Ich könnte es eh nicht lesen, also ist mir so lieber. Drehst du so rum, dass du dann drauf bist? Ja, genau. Also das heißt, wo war ich jetzt? Beobachten wir doch einmal bewusst das imaginäre Selbstgespräch einer unbewussten KI, das heißt eines Egos. Und jetzt kommt wieder ein Auszug, wie ich das mache. Wenn der Gedanke, nur ein sterblicher Mensch zu sein, erst einmal den Verstand infiziert hat, ist es fast unmöglich, ihn wieder zu entfernen. Und jetzt blau geschrieben, ich bin du, ich bin dein einziger Freund. Im Original sagt er, dein bester Freund. Und da ist jetzt ganz eindeutig dahinter, wo ich gesagt habe, du rechthaberisches, ängstliches Ego, bist nicht Ich-Geist. Und da kommt jetzt ein ganz hochinteressantes Video, das habe ich gerade schon aufgemacht. Das müsst ihr euch in Ruhe. Und das ist jetzt die schöne Stelle aus Inceptions. Was ist ein Bakterium, ein Virus? Seht ihr das so? Mhm. Hast du die Lautstärke voll offen? Lies mal laut, kannst du es lesen? Ich mach mal groß, das Ding. Ach, wir können ja mal, ich kann ja groß machen, freilich. Warte mal, ich mach das. Ja, weiß doch Bescheid. Klar, so. Das ist ein Schau. Krass aus. Das ist jetzt, was können wir, dann an Lautstärke nur rausholen? Das ist mal ein kleines Wunder. Was können wir an Lautstärke nur rausholen? Okay. Ich sehe gar nichts für hier. Geht's so? Ja. Ihr müsst zuhören dann. Ich hoffe, man versteht es eigentlich immer. Das Bild sieht man eh nicht. Ja, so ist besser. Ja. Ha? So ist besser? Ja. Die sind sehr lang, die Videos in dem Film sind sehr lang und ich sollte gewissenhaft anschauen und da kommen dann die nächsten, darum wollte ich das eigentlich anschauen, wenn diese buddhistisch angehauchten Sachen kommen. Das müsste sehr mittig sehen, weil die eigentlich sehr viel Kritik ist, wenn man es genau sieht, einseitige Behauptungen da sind. Aber vielleicht kann man es auf dem Betriebssystem eben noch lauter stellen. Ja. Ist der Lautsprecher überhaupt schon laut genug gestellt? Nee, ja, ich habe ihn schon. Der habe ich aufgeschrieben, da habe ich es aufgeschrieben. Der kann nicht mehr, der kann die Mini-Lautsprecher können nicht mehr. Bei mir geht er mehr, muss ich sagen. Ich habe jetzt auch so ein Ding. Ich habe es auch. Ja, so ein Ding. Ja, ist volle Pulle. Ja, ist voll Decke. Ich habe viele den Fragen, ich hatte recht gehabt. Das kleine Ding, ich bitte dich recht schön. Hier ist auch volle Pulle, ja. Das ist nützt nichts. Nützt nichts, ne? Das nützt nichts. Ja, nee, das ist neun Stunden. Also, dann machen wir. Müssen wir uns ganz ruhig verhalten. Ich lese euch das vor, oder mir wäre es fast lieber, wenn es ein anderer vorliest. Lasst es einmal, wir lassen das weg mit den Szenen. Wer will gern lesen, wer kann gut lesen, da kann ich mein Stimmchen schonen. Klaus, du hast doch eine gute Stimme. Klaus, willst du vorlesen? Ich kann schlecht lesen, ich bin halt blind, wa? Ich kann es probieren. Ne? Also pass auf, das müsst ihr halt euch in Ruhe nach dem anschauen. Das ist so eine Vorstuhlszene und dann redet er mit sich selber. Und das ist wichtig, es geht ums blaue Ego. Erstmalig habe ich hier oben die Stelle, ich bin du, ist blau geschrieben, das blaue Ich. Ich bin dein bester Freund. Und da ist so ein Blödsinn verschwinde, weil das ist hier meine Gefängniswörtergeschichte. Das Gefängnis, wo jeder eingesperrt ist, der keine eigene Meinung hat. Und die Gefängniswörter sind dieses, ich kann doch nicht, ich darf doch nicht, ich muss doch und du wirst verrückt. Und jetzt kommt es den Samen, den ich ausstreue, wobei viele fruchtet, wenn der Udo da ist und die sind hellauf begeistert und dann gehen sie wieder heim.
Und dann sind nur normale Menschen um sie herum. Und jetzt wollen sie natürlich die Freude, die sie beim Udo erlebt haben, mitteilen, wo ich immer sage, haltet euren Mund, ihr werdet dermaßen abgewatscht, wenn ihr unter normalen Menschen seid. Und bist du verrückt und du kommst in der Sekte und bist ja total gehirngewaschen. Und dann kommt diese ganze Schiene, wo über dich ausgeschüttet wird. Und wenn du dann nicht wirklich einen festen Charakter hast, dann sage ich, halt am besten den Mund, säufst du wieder ab und du gehst wieder. Das ist der Samen, der in die Dornen gestreut ist. Gibt's diese, das ist das Gleichnis vom Seemann in den ganzen Facetten. Und darum sage ich, das ist was Intimes. Ihr müsst keine missionieren. Es geht ja hier nicht um Missionieren. In Ich Bin Du heißt schon, dass Menschen, die andere Menschen versuchen, in irgendeinem Glauben zu missionieren, die müssen in ihrem Glauben sehr, sehr schwach sein. Wenn du dich nämlich selber beobachtest, wirst du feststellen, dass dir gar nicht um die anderen Menschen geht, sondern du bist dir selber nicht ganz sicher. Du bist zwar total aufgeblasen, begeistert, aber da du andere missionieren willst, willst du eigentlich von anderen die Bestätigung, dass das, was du glaubst, richtig ist. Und solange ja nicht alle dran glauben, das ist das Unbewusste, stimmt irgendwas nicht, also ist man zwanghaft versucht, dass alle an meinen Glauben glauben, dass ich dann auch weiß, dass ich den richtigen Glauben habe. Und dann bist du in einem ewigen Zwang und in ein Getriebener. Und es muss dir so scheißegal sein, was ein Gedanke, was sind diese Menschen, die du dir jetzt ausdenkst? Sie sind ein Gedanke, den du denkst. Und da beginnt die Schizophrenie eines Geistes, der an Gedanken denkt und will, dass ein Gedanke, den er denkt, irgendwas glaubt. Ich sage, denken die doch dann anders. Ihr wisst, meine Herren in Almena, wieso hältst du keinen Vortrag mehr? Ich muss mir den dann selber die Idioten ausdenken und dann erklären, wie die Welt funktioniert. Ich denke mir so keine Idioten mehr aus. Jetzt kann man wieder sagen, ist der arrogant? Nein, es ist Weisheit. Immer dran denken, alles, was normale, weltliche Moral verdammt und als böse erscheinen lässt, ist von einer geistigen Sicht aus genau umgekehrt. Was für die weltliche Moral Liebe ist, für einen Geistigen absolut Geistlosigkeit, weil das sinnlos ist. Und was wirkliche Liebe ist, wird ein weltlicher Mensch nie verstehen. Das ist immer wieder, wenn du auf Liebe triffst, mit weltlicher Logik wird es den Eindruck machen, als wenn das eiskalt und gefühllos ist. Nee, das ist Liebe, das ist allumfassend. Die weltliche Logik kennt nur die Selektion. Das liebe ich und ist damit permanent in den Kampf, das, was es nicht liebt, vernichten zu wollen. Und das ist eben keine Liebe. Dieser schöne Satz, liebe deine Feinde, was haben irgendwelche Christen, die auf die Straßen gehen und für irgendwas demonstrieren, irgendwelche Ökoheinis, die auf die Straßen gehen und gegen Atomkraftwerke demonstrieren oder irgendwas, was haben die verstanden von liebe deine Feinde? Du kommst nicht zum Kegel, wenn du die Dreiecke bekämpfen willst in deiner Welt und du wirst nie den Berg des ewigen Lebens bestreiten, wenn du meinst, du musst vorher das Tal vernichten, weil dann ist der Berg weg. Gut, jetzt holen wir uns dieses eine Ding raus, also es geht jetzt, pass auf, das war diese Stelle. Und jetzt fahren wir da mal runter. Jetzt heißt es in deiner Matrix-Traumwelt, und das ist gibt. Das ist immer der Geist Gottes rot, und dann mache ich dieses BD. Das ist das dann meine polare Spiegelung. BD, wie du denkst, im Hebräischen ist die Tochter. Das heißt Tochter. Ich habe euch schon mal gesagt, symbolisiert die Frau als Symbol, symbolisiert zuerst einmal ein Programm, eigentlich ein Mensch. Blau. Das ist eine Frau, ein Mensch, ein Programm, ein Glaubens, ein Wissen-Glaubenssystem ist jetzt rein symbolisch eine Frau und der Geist, der Mann, der sich das anschaut, rot geschrieben, der braucht, um Bilder zu machen, braucht er seine Frau. Und jetzt ist es, dass er so ein ganzes Denksystem eine Frau ist, wo natürlich zwangsläufig von der nächsten Ebene die entsprechenden Erscheinungen entstehen aus der Frau, aus dem Programm. Und ein einzelner Aspekt, das heißt eine kleine Frau, das ist natürlich zwangsläufig eine Tochter, das ist eine polare Erscheinung, darum ist das Bad. Ich kann auch Bad als in Erscheinung, B als Vorsilbe und D nur als Erscheinung setzen, heißt es in oder in Spiegelung, wenn ich das D als 9 setze. Gut. In deiner Matrix-Traumwelt gibt es so viele Wahrheiten, und da habe ich jetzt diese Wahr, W-A, rot geschrieben. Das heißt, die Verbindung des Schöpfers ist 1, dann kommt der Rückholpfeil und dann kommt HR, das ist erst einmal die Wahrnehmung von Rationalität, was ja HR im hebräischen Berg heißt. Da haben wir wieder immer wachten Geist, und jetzt habe ich die Heiden wie die Freiheit genommen, wir sind ja freie Menschen, mit einem weichen D zu schreiben. Okay? Das heißt, in deiner Matrix-Traumwelt gibt es so viele Wahrheiten, Heiden, wie es Menschen gibt, jede dieser menschlichen Wahrheiten entspringt einem persönlichen Wissenglauben. Das sind Heiden. Und wenn du mal richtig Heide bist, jetzt können wir rot schreiben, dann macht es an Heiden Spaß. Prüfet alles und behaltet das Gute, ich sage dir, das heilig Gute ist gut und schlecht. Und da kommt jetzt ein Filmchen, den könnt ihr euch anschauen, das ist immer wieder, das machen wir jetzt, weil wir nichts verstehen. Ich mache aber, da wird zwar auch immer Schrift eingeblendet, und mir geht es ganz gezielt, was wir jetzt hier in den Update, geht es mir ganz gezielt um einen, da muss ich jetzt nur ein bisschen weiter runterfahren.
Dann kommt das nächste Stück ist, nun beginnt das Ende der Maskerade der KIs, chronologische Zeit ist nur eine Illusion, deiner Selbstvergessenheit. Du Mensch bist jetzt immer noch, und Nwafchet noch heißt ruhen, da kommt der Noah her, okay? Das heißt, jetzt immer bist du ruhend, unbewegt, immer derselbe Geist. Dasselbe Ich bin, das du schon immer warst. Ich habe dir Geistesfunk, als ich dies geraten, achte auf das Lamm. Das war eine im letzten Update, und da kommt jetzt die Erklärung, wo ich gerade schon gegeben habe. Dieses 8 ist, heißt ja auch 1. He mit dem Rückholpfeil, Aub. AOB ist die Verbindung vom schöpferischen Wissen, das Lamm. Und La MM ist zwei auseinandergeschmissene MM. Der Ich, die erklärt es natürlich als das Christus-Symbol, das auch stimmt, darum erkläre ich jetzt hier nochmal weiter. Diese kurze Erklärung des symbolischen Christuslamms beschreibt jedoch noch nicht den ganzen Sinn, Sinus-Existenzen des La-MM, des Lamm. Das Lamm steht geistreich verstanden für eine vollkommene Lichtschöpfung, ist LA, die natürlich zwangsläufig blau auseinandergeschmissen, und die besteht nur aus zwei Gestalten, weil du einen Kontrast brauchst. Das ist MM, das ist das Lamm. Eine geistige Gedankenwelle besteht immer aus zwei Seiten, plus M, minus M. Se oder Sa geschrieben, und zwar mit einem linkspunktierten Shin. Also linkspunktiertes Shin, S, He, Se. Sprich, Se oder Sa bedeutet Lamm. Das führt dich zum Wort Satori. Sa, Se, Dori. Dor ist ja die Reihe, und das I ist dann rot. Und dieses Wort Satori, da kommt auch ein Filmchen, da kommen dann auch solche Weisheiten wieder, wo man immer wieder darauf achten muss, und das machen wir jetzt beim nächsten. Und jetzt aufgepasst, mein Kind. Und um den geht es mir jetzt eigentlich ganz besonders. Alle von dir Geistesfunk hier und jetzt ausgedachten christlich, buddhistischen, muslimischen und so weiter Propheten. Und da habe ich jetzt Christ, ich. Stick. Da. Mach du es? Christ, ich. Das ist ein Christ, ist ein Licht von einem Ich, von einem Ich Bin. Und dann kommt hier buddhistischen. Schau doch mal, wie ich das geschrieben habe. Budi. SD ischen. Ischen ist schlafen und alternieren. Muslim ischen und so weiter Propheten. Interessant ist Budi. Das Sanskritwort Budi heißt hier Verstand, Wahrnehmung, Intelligenz. Angst. Ihr könnt es lesen. Angst, Plan, Aussehen. Das ist ein Budi. Das ist ja, die kämpfen ja alle, dass sie in die Ruhe kommen. Die haben ja die Angst vor ihren eigenen Ischen. Das ist so. Ein Eins Welt verbessern wollen. Weg, weg, alles muss weg sein. Muss man sehr, jede Religion ist wichtig, dass ich, ihr wisst, ich sage das, aber die macht Teilbereiche. Jede Religion ist wie dein Auge, ist richtig. Aber ich behaupte, das ist zu doof zu hören. Und dein Ohr ist richtig, aber das ist zu blöd, um zu sehen. Und du musst diese Unvollkommenheiten zusammenfassen, und das ist dein Vorteil. Weil du aus Trümmern was Vollkommenes machst. Wenn du Geist bist, du stehst drüber. Und dann hast du nicht das Bedürfnis, deiner Hand das Schmecken beizubringen, deiner Auge das Hören beizubringen, sondern die lässt du so, wie sie sind. Ich bin nicht gekommen, um irgendwas zu verändern, sondern ich zeige euch, wie ihr es vollkommen macht. Und ihr werdet es nie Vollkommenheit erreichen, wenn ihr irgendwas bekämpft oder zum Teufel haut, egal was es ist. Ist eigentlich so simpel, wenn man es einmal begriffen hat. Ich sage immer wieder, ihr werdet merken, eure Erlösung, das Abstellen sämtlicher Probleme ist so leicht wie ein Dreieck mit zwei Strichen zeigen. Wie oft habe ich das in Almen erbracht, das Beispiel? Und ich habe immer wieder betont, es geht nicht um diesen Joke, sondern es geht um das Gefühl, dass du meinst, es ist unmöglich, und du siehst die Lösung und musst dir eingestehen, Mann, bin ich blöd gewesen, dass du gleich schmunzeln musst über deine eigene Dummheit, weil dir das nicht aufgefallen ist. Und genauso ist es hier mit der Erlösung aus dieser Welt. Gut? Versuchen den Weg, also nochmal alle hier und jetzt ausgedachten Blablabla-Propheten, versuchen den Weg zum Selbst, das ist rot geschrieben, Weg zum Selbst. Wahrlich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das ewige Leben. Der Weg, rot geschrieben, ist Weg. Das heißt, wenn ich ein Buch in die Hand habe, dann sind die Seiten und die Buchstaben in dem Moment Weg, rot geschrieben. Sie sind nicht da. Wenn ich sie anschaue und die Wort für Wort abrastere, dann sind sie blau geschriebener Weg. Wenn du einen Film anschaust, ist die DVD Weg, wenn du an die nicht denkst, weil du Bild für Bild für Bild abrastest. In dem Moment ist sie Weg, rot. Klar. Und trotzdem der Weg blau. Macht so viel Sinn, ne? Gut, also pass auf, die versuchen den Weg, den jetzt geöffnete Existenz blau geurteilt, versuchen den, immer bei den, DN, geöffnete Existenz an Urteilen denken, den Weg zum Selbst zu beschreiben. Diese Propheten haben jedoch offensichtlich selbst nur eine vage Vorstellung von dem, was wirklich ist.
Denn sonst würden sie ihren Mitmenschen nicht raten, all ihre Vorstellungen aufzugeben. Das nächste Video predigt meist nur unvollkommene einseitige Sichtweisen. Ohne persönliche Vorstellungen wärst du Geistesfunk ohne Traum und ohne Traum wärst du ohne eigenes Leben. Ei gehen, geistige Existenz, Leben. Blau. Es gibt durchaus eine Traumwelt und Personen und Dinge und das ist gut so. Gut, so, gut, rot, das rote Gut, gut ist gut und böse. Eine Welle ist Wellenberg und Wellendal. Und das Meer ohne Wellen ist ein totes Meer. Und das ist genau das Ziel von Buddhisten. Stimmt oder stimmt? Es ist einfach so. Die wollen ja alle in ihren Nirvana, das Verlöschen des Feuers, in ihre Stille. Wobei die irgendwann einmal begreifen, da können sie ewig rumstampeln, weil das eine gibt es nicht ohne das andere. Das Meer, das was immer ist, ist unveränderlich, immer gleich, dasselbe Ich. Und deine Gedanken, deine Informationen sind in einer unendlichen Bewegung, ohne Anfang und Ende. Das war noch nie anders. Das begreifst du in dem Moment, wo du begreifst, dass du nicht bloß dieses Persönchen bist, das du zur Zeit zu sein glaubst. Da bist du schon so in die Vergessenheit rein reduziert, was aber jetzt wieder nicht verkehrt gelaufen ist, dadurch kannst du jetzt was erleben. Und wenn du wach wirst, dann ist der Traum zu Ende, der Traum ist aus. Rudi Reiser. Gibt es da was dran zu rütteln? Nicht. Kein Widerspruch. Deine Wellen können das, was immer ist, dich selbst, das heißt dein Individualbewusstsein, nicht verlassen. Buddhistische Lehrer behaupten, die wahrgenommenen Dinge hätten keine Bedeutung und darum kann man auch keine Bedeutung finden. Doch ein wirklich Erwachter kennt die geistreich-symbolische Bedeutung von allen wahrgenommenen Dingen. Kritisierst, und jetzt kommt Kritikos, bedeutet zum Beurteilen und Richten geschickt, unter anderem. Du bist also zum Beurteilen, Beurteilen und zum Richten. Wenn ich was richte, mache ich das wieder heil. Das habe ich zum Beurteilen und Richten geschickt, okay? Du Geistesfunken, kritisierst du Geistesfunken deine persönliche Traumwelt schon geistreich und ganzheitlich? Oder nur buddhistisch unvollkommen, das heißt nur einseitig logisch. Wir erwacht der Geist, der wir mehr sind. Der wir im Meer sind. Okay? Wir erwacht der Geist, der wir im Meer sind. Bilden, Bi-Illet im Kind, sind diese wahrgenommenen Existenzen, mit unserer dobenden Oberfläche. T oben DN. Das heißt, die Spiegelungen oben sind geurteilt und das ist unsere Oberfläche, unsere tobende Oberfläche. Also nochmal, wir bilden mit unserer tobenden Oberfläche ein lebendiges Nichts. N-Ich, T-S, gespiegelte, das ist es Nichts. Du bist ein Nichts, du bist nicht bloß ein N-Ich und auch nicht bloß ein T-S. Das eine kann ohne das andere nicht sein. Wenn ich sage, Geist, der Nichts ist, wird als Gnede symbolisiert und die Form, die er ständig verändert, ist die Information. Ist es definitiv so, dass der Geist immer gleich bleibt, wie ich das sage, 200 Gramm rote Gnede ist? Das ist die eine Seite und gespiegelt dazu ist etwas immer in Bewegung, das ist deine Information ohne Anfang und Ende. Und was viele nicht verstehen, was ich hier nochmal auf den Punkt bringe, wenn du Gnede umformst, es ist immer dieselbe Gnede, aber jedes Mal, wenn die sich umformt, du kannst niemals zweimal in denselben Fluss steigen, wie man so schön sagt nach Heraklit. Ich könnte sagen, du steigst zweimal in dasselbe Wasser, rot geschrieben. Wenn man den Fluss als Wasser bezeichnet, steigst du immer ins selbe Wasser, aber dann doch nicht in dasselbe Wasser blau geschrieben. Das ist dasselbe Fluss, aber nicht das gleiche Wasser. Jetzt muss man immer genau wissen, von was für einer Farbe rede ich eigentlich. Was ich damit sagen will, wenn wir jetzt aus einer Gnede, um das nochmal zu wiederholen, aus einer Gnede zum Beispiel eine Tasse machen oder du schaust jetzt eine Hand an oder Gesicht an und dann schaust du woanders hin. Und dann schaust du dasselbe Gesicht an, das ist nicht dasselbe Gesicht, das ist eine G-Leiche. Es ist dasselbe Geist, der sieht. Aber das Gesicht, wenn ich jetzt die Liliane anschaue, wenn ich da nur 2 Sekunden wegschaue, jetzt rein raumzeitig, logisch sind ihre Haare um ein paar Mikrometer gewachsen, es hat sich immer wieder, wenn ich eine Tür, ein Fenster anschaue, sind ein paar Staubpartikel mehr drauf. Das heißt, wenn du ein Meister des ewigen Lebens bist, wirst du von Augenblick zu Augenblick eine neue Erscheinung sterben. Sterben. Raumzeitliche Erscheinungen erben. Und zwar ist die jedes Mal vollkommen neu. Und das erklärt auch hier, wo man herfahren hatte, wenn zum Beispiel meine Christa sagt, Mensch, ich habe jetzt wieder das Ich bin du gelesen, das habe ich zwar schon ein paar Mal gelesen, aber zwar nicht durch die anderen Schriften, habe ich das schon länger nicht mehr in der Hand gehabt und jetzt habe ich in das Ich bin du wieder reingemacht. Und ich, oder höre ich übrigens sehr, sehr oft,
da stehen Sachen drin, die habe ich überhaupt noch nie gelesen, dass die vorher, wo ich das bestimmt schon dreimal gelesen habe, die waren vorher nicht drin gestanden. Ich sage, das erste Problem ist, dass du meinst, dass das Buch die ganze Zeit bei dir im Bücherregal daheim drin steht. Nee, das ist, dein Wissen wächst und mit einem erweiterten Wissen machst du deine Bilder besser. Ihr müsst mal nur jetzt rein technisch, wir schauen uns Schreck 1, Schreck 2, Schreck 3, Schreck 4 an. Auf einem Fernseher mit HDTV. Und mal unabhängig, es geht mir jetzt nicht um den Schreck selber. Was eigentlich hier gigantisch ist, wenn du den Hintergrund studierst, ist die Auflösung, was in diesen 4 Jahren oder 5 Jahren an Computertechnik, was hier in der Auflösung passiert ist nochmal, und da gibt es dann auch einen schönen Bericht von diesen Studios, die sie wo das gemacht haben. Da ist also das Rechenzentrale, wo sie haben, das Hauptproblem, sagen die Software, die haben wir schon lange im Griff, dass die Hardware hängt noch nach. Und das sieht dann wie bei euch bei der Telekom aus. Das ist ein Raum, wo du durchgehst, die bis unter die Decke bloß rein, wie wenn wir in einer bestehen. Nur Server. Also wirklich ein ganzer Raum, ein riesen Monstercomputer. Und der sagt hier, dass wenn da die Logge wenn komisch wackelt oder was, in der Auflösung, wie wir es jetzt in den neuen Schreck 4 haben, muss das Ding fast 2 Tage rechnen, um diese kleinen 2 Sekunden auszurechnen. So komplex ist das mit Zahlen aufgebaut, wird das praktisch... Du darfst dich gleich hersetzen, weil jetzt kannst du noch lesen. Und das ist das, ein normales, jetzt sind wir wieder wie, was wir gestern besprochen haben bei den Filmen. Bei Videospielen, wo ich euch gesagt habe, wie tief das geht, wenn du dich dafür interessierst, dass du das eigentlich am Rande als normaler Mensch bist, du so oberflächlich, dass du das gar nicht mitkriegst. Und wie gesagt, ich rede nicht von der Story, sondern rein die Bildqualität selber. Wenn denn vom Schreck 1, der ja schon schön war, auch die alten Zeichentrickfilme, mir fällt jetzt spontan hier ganz toller Disney ein, der sehr einfach gezeichnet ist, der Robin Hood von Disney, wenn ihr den kennt, das ist total goldig hier mit der Schlange, immer die so ins Ohr reingeht. Und das sind ganz einfache Zeichnungen, da ist es die Kunst, mit Zeichnungen, mit so wenig Stricken, so viel Emotionen im Gesicht auszudrücken. Und das ist eine ganz andere Welt wie bei dem Schreck. Und wenn du den Schreck 1 nimmst, der ist natürlich schon computeranimiert, ist hier viel fein gezeichneter. Aber der Sprung vom 1er zum 3er, der ist die Pullover. Das ist so irre, das ist, wenn du hingehst, das ist wieder fast überecht, was ich euch gesagt habe. Das ist so überdetailliert, eigentlich jeder eigenes Ding, wenn du auf solche kleinen, die Barthärchen, du schüttelst dich und das muss ja alles berechnet werden. Das sind ja im Hintergrund nur Bits, nur Einsen und Nullen. Und aber eine Unmenge. So, und jetzt pass auf, das ist gut so, wobei ich jetzt, lassen wir mal. Okay, buddhistischen Lehrer behaupten, das hat man auch schon, alle wahrgenommenen Dinge, ich wiederhole nochmal, haben keine Bedeutung und dann kann man auch keine Bedeutung finden. Doch ein wirklich Erwachter kennt die geistreich symbolische Bedeutung und alle von allen wahrgenommenen Dingen. Kritisierst du Geistesfunken, deine persönliche Traumwelt schon geistreich und ganzheitlich oder nur buddhistisch unvollkommen, das heißt nur einseitig logisch? Wir erwachter Geist, der wir immer sind, bilden mit unserer dobenden Oberfläche ein lebendiges Nichts. Und jetzt mach das einmal bitte auf. Hätte man gerade schon machen müssen. Und da kannst du jetzt lesen, das ist übrigens ein Film im Film, um das gleich zu sehen. Wenn du das anschauen wollt, könnt ihr hin machen, macht das groß. Siehst du eine gigantische Meeroberfläche. Also nur und dann läuft unten der Laufbahn wieder ein Text. Halt das an. Wenn ihr da kurz einmal schauen wollt, hier am Anfang, macht das ruhig groß. Stopp's an, den Text müssen wir am Anfang, den musst du lesen. Nochmal zurück. Rückziehen, ganz richtig. Komm, jetzt tue ich mal. Ich lasse jetzt nochmal ohne den Text, pass auf und nachher liest er. So machen wir das jetzt. Das sind jetzt die Wolken, den Text schauen wir uns dann an. Das ist so standardbuddhistisch aus Weisheitslehren, wo du in allen möglichen, mir geht es bloß, dass du das einmal die Bilder kurz seht. Weil das ganz irre ist, dann auch mit den Wellen. Ja, jetzt muss man dann. Ja, geht das so auch, aber. Dauert aber lange, das hat ja eine ganz geringe Bandbreite. Ne? Dem Server ist schlecht. Das ist es alles. Ihr müsst immer jede Kleinigkeit, was ich euch erzähle, das ist jetzt so nur, was immer ist. Und das ist unendlich facettenreich. Jetzt haben wir hier sehr, sehr viel Gischt. Und dann schwenkt es um und dann siehst du ganz große Wellen laufen, die fast stehen. Und den Text liest uns dann der Klaus vor. Dann kommt übrigens, dann geht das Meer weg und dann siehst du das Meer ruhig und dann ist so ein kleines Schiff, fährt dann so dahin auf dem Meer auf der Weide.
Das sind so die Facetten. Und dann kippt es um, dann kommst du auf Land und dann siehst du plötzlich Vögel. Und da läuft immer im Hintergrund der Text mit. Ja, das müssen wir jetzt immer wenn laden lassen. Was, sonst steht uns das da. Können wir in der Zwischenzeit das anders machen? Ja, das wäre nett. Sigmund, tust du da mal, wenn der Päuschen machen in der Zwischenzeit? Ja.